Alles auf Video aufgenommen. FC Chelsea-Star Bakayoko wurde in Mailand wie ein Schwerverbrecher von der Polizei kontrolliert. Kurze Erklärung zu diesem Vorfall. Bakayoko war an AC Mailand ausgeliehen bis diese Saison und am 3. Juli wurde er von der Polizei kontrolliert im Straßenverkehr. Aus einer nicht bekannten Ursache eskalierte diese ganz normale Polizeikontrolle und es wurden Waffen gezogen. Und zwar diese Polizistin hielt ihre Waffe auf den Wagen, in dem auch Bakayoko drin saß. Man hier sehen kann, Bakayoko wird wirklich wie ein Schwerverbrecher dort von der Polizei kontrolliert. Und ein Passant hat das Ganze gefilmt und auf Social Media hochgeladen. Eine echt krasse Aufnahme, wenn du das Ganze sehen willst. Es geht ungefähr 1 bis 2 Minuten. Hier habe ich das Ganze hochgeladen. Einfach abchecken. Echt krass.